Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Pizza Connection Teil 3. Wir sind in Paris angekommen, in der Stadt der Liebe oder der Hiebe oder je nachdem, Andersen. Wo ist denn eigentlich der Eiffelturm? Haben wir den schon, den haben wir noch gar nicht gesucht, gell? Das könnte der Verschnitt von Notre Dame sein. Ja. Mal schauen, ob wir Quasimodo entdecken. Den Glöckner von Notre Dame. Aber ich glaube nicht. Nee, so viel Glück haben wir nicht. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Vielleicht entdecken wir ja noch. Und da ist nochmal Notre Dame. Okay. Na gut, es ist kein echter Nachbau von Paris. So wie es aussieht. Ich vermisse den... da ist er, der Eiffelturm. Nee, es ist kein Nachbau. Kein Originalnachbau von Paris. Nein. In Paris war ich nämlich schon. 94. Auf Klassenfahrt damals. Also das ist gefühlt eine Ewigkeit her. Naja. Ja, wir haben unser kleines Restaurant. Ne, hier. Und haben ein kleines Lagerhaus angemietet. Das hat sich auch, denke ich, bewährt. Ne, da kommt jetzt der Kollege und wartet natürlich wieder an der Ampel, wie immer. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit dem Füllstand des Lagerhauses passiert, wenn der hier mal kurz rein mit seiner Handkarre, genau. Ja? Oh. Okay. Hat er jetzt nur das Nötigste geholt, ne? Warum kann ich den nicht anklicken? Jetzt. Ah, 1% Warenmenge. Ich hoffe, das Ding wird auch mal wieder aufgefüllt hier, ne? Muss ich das selber einstellen? Nö, ich habe hier schon mal, ich habe hier Großhandel eingestellt. Da erwarte ich eigentlich, dass das Ding wieder aufgefüllt wird. Achso, können wir noch forschen? Irgendwas vielleicht? Müssen wir noch irgendwas forschen oder geht wahrscheinlich gar nicht, ne? Möbel? Ne, das kann ich alles nicht erforschen. Okay, wahrscheinlich weil Tutorial oder was heißt Tutorial? Weil Kampagne. Vermutlich geht es dann nicht. So, wir haben auf. Es ist niemand da, das ist hervorragend. Mittags um 12 Uhr, keine alte Sau bei uns im Laden. So ein Zufall. Naja. Ja, also ich vermute ja echt, ne, dass einfach diese Statistik hier, dass die hinten und vorne nicht stimmt. Aber gut. Was müsste man? Man kann auch mal so Dingens hier, so eine Litfaßsäule, ne? Vielleicht mal sich kaufen. Oder mieten, pachten oder ne, was auch immer. Hier wäre nochmal ein Restaurant. Da könnte man ein zweites aufmachen. Wir brauchen mehr Frequenz, Leute. Hier haben wir Einflussbereich. Wo sind die Leute unterwegs? Schauen wir mal. Wo sind viele Menschen? Hier im Eiffelturm natürlich. Da sind viele. Da, schau mal hier. Das Ding. Ah, muss ich wieder forschen. Okay, Werbefläche. Tja, ich fürchte, das wird schwierig, weil wir können nicht forschen aktuell, ne? Nee, geht nicht. Aha. So. Ja, und hier, ne? Was ist los? 13 Uhr. Da muss doch was gehen. Wenn wir zwei Gäste... Na? Müsst ihr nicht zu uns reinkommen. Achso, du hast noch keinen Hunger, deswegen. Also würde ich sagen, wir geben mal ein bisschen Gas. Wir müssen 100 Pizzen verkaufen. Jetzt geht was. Jawohl, jetzt kommt der dicke Otto. Ah, kalt, ein kleines Pizza, ne? Fein, jawohl. Und da wuselt's richtig schön. Was macht's Lager? Lager sieht gut aus. Speisekarte sieht gut aus. Alle Zutaten sind da. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Abwechslung, glaube ich, gell? Wir haben das noch für andere Zielgruppen haben wir zu wenig. Aber ich habe mich einfach hier an dieser Statistik orientiert und die stimmt halt hinten und vorne nicht. Die passt einfach nicht. Nee. Bis 21 Uhr. Achso, ich muss jetzt den Laden wieder umbenennen, ne? Genau. Bis 21 Uhr. Danke für den Hinweis. Na, der war beim letzten Mal schon da, oder was? Ja, tatsächlich. Schau mal hier. Er hat wahrscheinlich nichts gekriegt, ne? Hat gesagt, die Wartedauer ist super. Den schauen wir uns mal an. So. Mal schauen. Okay, jetzt sofort prompte Bedienung. Freut sich ein Ast. Sind wirklich kurz die Wartezeiten. Genau, Service war super. Wahrscheinlich wurdest du vom Chef persönlich bedient. Deswegen warst du so zufrieden. Okay, pass auf. Ne, wir brauchen hier noch eine andere Pizza. Hey, für die Touris, ne? Also, wir wissen, Touris mögen Knoblauch, Parmesan und Krabben. Okay. Vielfältig Fleisch, Gewürze. Ja, würde ich sagen, komm, eine leckere Pizza machen wir noch für die Touris.
Eine leckere Touri-Pizza. Oh, Sternchen-Pizza für die Touris. Pass auf, Touristo. Da fangen wir an mit Krabben. In die Ecke, eine Krabbe. So. Dann brauchen wir ein bisschen Gorgonzola. Natürlich. So, da kommt so ein kleiner 40 Gramm Gorgonzola in die Mitte. Und da kommt ein bisschen hin. So, wunderbar. Dann brauchen wir ein bisschen Gewürze, ein bisschen Knoblauch. Ah, hier schau mal. Die Teenies, die Touristen und die Arbeiter finden das richtig gut. Knoblauch auf einer Pizza ist super. Ja, genau, das sehe ich nämlich genauso. Knoblauchpizza, sehr fein. Was haben wir denn da sonst noch? Da wissen wir noch nichts. Käse, Parmesan für die Touristen. Genau. Ah, Gorgonzola, Parmesan. Es gibt nichts Schöneres. Ja, vielleicht doch. Was soll's? So. Noch finden sie es nicht gut, ne? Noch passt ihnen vieles nicht, so wie es aussieht. Der Preis ist absolut gut, ne? Schnäppchen. Schnäppchen hier, Touristo. Gewürze, Fleisch, Fisch, Vielfältigkeit, ja. Mhm. Fleisch haben wir noch keins, ne? Kleine Salami passt doch auf jeden Fall dazu. Na, ich weiß nicht. Ein bisschen Hackfleisch, ja, unbedingt. Oder Würstchen, genau, Würstchen ist doch klasse. 40 Gramm Würstchen, naja, geht so. Machen wir hier so ein bisschen Würstchen. Perfekte Belagmenge. Aber irgendwie, es kommt bei den Touristen nicht an, gell? Das ist schon merkwürdig. Es kommt nicht an. Weshalb auch immer. Ich bin schon bei den Touristen. Ja, genau. Vielfältig, ja, es passt doch alles. Was haben die für Probleme? Oregano noch, oder? Kleiner Oregano. Kann ich Gedanken lesen? Nö. Kann ich nicht. Das Ding kostet 20 Euro. Das ist ein absoluter Schnapp, ich weiß. Also ich finde, wir haben hier 6 Zutaten drauf. Das ist doch eine gewisse Vielfältigkeit, oder? Hätte ich jetzt schon gesagt. Dann wahrscheinlich brauchen wir noch ein bisschen mehr Gewürze, ne? Könnte ich mir vorstellen, dass das so das Problem ist. Ein bisschen Curry, wobei, naja. Und einen kleinen Oregano noch. Haben wir schon drauf, gell? Ja, ich weiß. Basilikum passt bestimmt nicht. 3, 4, 5. Das passt jetzt. So, das nennen wir jetzt Pizza Touristo. Ne, kein Mensch wird das essen. Ist mir egal. Zack, speichern und fertig. Irgendeiner wird schon essen. So, das ist so wie bei der Schappi-Werbung früher, ne? Schappi, wenn es der Hund nicht frisst, dann frisst Papi. Einer isst's garantiert. Ah, der El Touristo hier. 21 Euro. Absoluter Schnapp, Freunde. Absoluter Schnapp. So, Lager, okay. Das macht unser Lagerhaus. 58% wird das aufgefüllt über einen Tageswechsel. Schauen wir mal. Jawohl. Wird aufgefüllt. Okay. Ja, das mit der Zutatenversorgung hat nicht geklappt. Das war nicht gut. Finanzen. Wir haben 15.000 Umsatz gemacht. 10.000 gingen für die Zutaten drauf. Wir machen gerade mal 1.800 Profit. Das ist natürlich ein Witz. Das ist ein Witz. Wir haben viel zu viel Personal. Ja? Wir haben viel zu viel Personal. Das ist zu teuer. Aber wir beobachten das jetzt nochmal. Zur Not müssen wir die Leute rausschmeißen. Herzlos, wie wir sind. Zur Not müssen wir die rausschmeißen. Wir schauen jetzt nochmal, was so geht. Der Laden macht auf um 9, gell? Ne, um 6. Genau, um 6 gibt es die Frühstückspizza. So, pass auf. Zack. Okay. 6 Uhr, wir schauen mal, was so kommt. Da müssten jetzt schon potenziell 9 Arbeiter bei uns sein. Ich sehe noch niemand hier. Kein Mensch ist da. Kein Mensch kauft eine Pizza. Mhm. Und da kommt der erste Arbeiter. Da kommt noch jemand. Noch ein Arbeiter. Und noch ein Arbeiter. Jawohl.
Kommt zu uns und da kommen noch mal ein paar Leutchen. Jawohl, jetzt geht endlich was. Ne, kaum hat man mal 3 Tage auf. Ach, das ist wahrscheinlich die Anzahl Tage, oder? Die man den Laden auf hat. Nee, grüß Gott, ich hätte gerne die Pizza Turisto. Nein, okay, sie kauft was anderes. Was kauft sie denn da? Die Pizza Tonone. Na, ja, gleich mal reinspachteln hier. Jawohl. Und? Jetzt bist du vollends befriedigt. Lass sehen. Erster Kunde. Super Service. Alles klasse. Der Preis war auch interessant. Naja. So, was mit euch? Da, der kalt auch schon ein bisschen. Ja, auch schon Stammkunde hier. Super Service. Alles klar. Da kommt der nächste. Ja, jetzt wird's echt voll. Ah, da kommt die nächste Tante. Die ist hier nur am Rennen. Bestellung aufnehmen, ja. Da war der Service auch noch okay. Was mit dir? Der hat ein bisschen gewartet. Nee, geht sogar. So, der hat jetzt länger gewartet. Das findet er bestimmt nicht lustig. Na, wir sind gespannt. Ja, ja, das war jetzt nur noch eine 70, okay. Was mit dir? 74? Oh, El Turisto. Schau mal hier, die Touristenpizza. Oh. Oh, nom, 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 nom. Fein. Das geht runter, ne? Einfach nur widerlich, das Ding. Ich weiß, egal. Ich bin zu billig. Wir sind zu billig. Da müssen wir, also Leute, da müssen wir hier nochmal einen rausdübeln. Schwupp. 30 Euro läuft bei uns. Ah, möchten Sie? Ja, natürlich. Passt. Freilich. Ah, Freundschaftspreise zum billigen Hobby. Ja, oh, hier 30 Euro. Touristenabzocke. Willkommen in der Touristenfalle. Ja, ja, ja. So, jetzt geht hier was. Ne? Jetzt kommt hier. Aber das sind mehr Touristen als Arbeiter da. Also, ich gehe da. Ich, Freunde, der Chart passt nicht. Der Chart ist kaputt. Der Chart. Der lügt. Oh, die zwei Dicken hier neben. Oh, Entschuldigung, die zwei Vollschlanken hier nebeneinander. Das sieht ja mal richtig schnuffig aus. Jetzt um 9. Komm, um 9. Wir brauchen die Unterstützung. Das zweite Personal muss her. Was macht der Lager? Lager. Was macht der Lager? Der Lager ist gut. Ja, ich muss sie eigentlich umdisponieren, gell? Normalerweise brauchen wir um 8 Uhr schon die Unterstützung. Huch, der Herr Staatsbedienstete kommt hier vorbei, will bestimmt eine Gratis-Pizza abstauben. Ich kenne das. Die Bettler, die hungrigen Bettler von nebenan im öffentlichen Dienst, ne? Oder die Beamten. Ach, denen geht's immer ganz schlecht. Wollten nur nach dem Rechten sehen. Wenn sie schon hier sind, oh, wollten sie eine kleine Pizza vielleicht? Nein, na gut, dann gehen wir halt wieder. So, jetzt haben wir hier doppelt Personal. Jetzt haben wir auch doppelte Geschwindigkeit. Genau, wir machen auch mal doppelte Geschwindigkeit. Schau mal, wie es hier wuselt und wie es Geld in unsere Kassen spült. So ist recht, jawohl. Alle zu uns, zum billigen Hobby. Denn jetzt stehen sie wieder blöd rum, weil kein Mensch da ist. Ah, jetzt kommt die zweite Welle. Ah. Denn jetzt haben sie wieder nichts zu tun. Na, jetzt chillen die da wieder. Mittags, wo am meisten geht, da stehen sie rum. Da stehen sie sich die Beine in den Bauch. Das darf nicht wahr sein. Und die Zutaten sind... Ganz kurz waren die Zutaten aus. Alarm. Nein, aber jetzt geht's wieder. Jetzt ist wieder alles gut. Okay. Ja, mal gucken hier. Wir haben 13 Uhr. Schlag mich tot. Ja, da ist der Kollege da. Der muss jetzt die Zutaten bringen. Dann passt die ganze Kiste wieder. Aber schau mal, ich kann hier doch nicht eine Doppelschicht einstellen. Das geht einfach nicht. Oder wir müssen es so machen, ja, dass wir hier von Anfang an wirklich eine Doppelschicht haben. Dann machen wir es so, schau mal. Zack. Genau. Und hinten raus, da haben wir halt so zwischen 12 und 15 Uhr. Da ist nichts los, ne? Da reicht eine Einfachbesetzung und hier haben wir dann nochmal eine Doppelschicht. So machen wir das, Leute. So. Jetzt Shepard's, schaut mal auf unser Konto. Schaut mal auf unser Konto, schau mal hier. Schon geht was. Macht uns reich, macht uns reich. 21 Uhr. Der Laden ist zu. Bürger steigert, hochgeklappt. So, unbrauchbare Zutaten. Vernichten, genau. Was macht's Lager? 70% lächerlich. Also es läuft bei uns, es läuft. Da bin ich jetzt mal auf die Abrechnung gespannt. Ne? Ah, da kommt die Abrechnung. So. Also, das hier passt nicht, gell? Diese erhaltene Zutaten, diese Statistik ist völlig,
fail, sage ich mal. Die ist völlig fail. So, Besucher. Vergrößere den Speisesaal. Bestellungen aufgegeben. Pizza erhalten. Ja, Finanzen. 11.000 Profit haben wir gemacht, Freunde. 11.000 Profit. Da ging was. Mensch, da geht richtig was. Klasse. Okay, pass auf, wir brauchen mehr Tische. Wo ist mein Dingens? Mein Architekt? Hallo? Hier. Zack. Wir brauchen mehr von dem Blödsinn. Kann ich... Ist schade, dass ich das nicht kopieren kann. Und ich kann ja auch keinen Rahmen ziehen und so, dass ich sage, komm, copy und so, rein und so. Nee, geht nicht. Okay. Also, einfach. Dann stellen wir hier noch einen hin. Zack, und dann stellen wir... Na, sowas blöd. Was gibt's denn noch eigentlich alles? Menükarte. Kann ich nicht. Muss ich wahrscheinlich erst alles freischalten, ne? Naja, gut. Was soll's. Dann brauchen wir einen einfachen Stuhl. Einmal, zweimal. Nochmal. Glückliche Kunden für unser Restaurant. Ne? Das sieht doch hübsch aus. Also, jetzt haben wir hier noch mehr Platz. Noch mehr Platz für unser treues Publikum. Dass sie sich eine feine Pizza beim billigen Haubi gönnen können. Ach Gott, also ich bin einfach zu nett, zu selbstlos. Ne? Jeder will unsere Erfolgspizza, unsere Qualitätspizza, unsere gut und günstig. Naja, auf jeden Fall gut. Das mit dem günstig, weiß ich nicht. Aber jetzt haben wir Platz für 32. Also das muss doch reichen, meine Damen und Herren. Das muss doch reichen. Wenn das nicht reicht, ja, dann geben wir nochmal Gas. Ja, wir machen um 6 Uhr auf. Wir wollen, dass die Herrschaften unsere Qualitätspizzen kriegen. Hallo, wieso ist denn der Laden auf? Hallo? Achso, die machen die Türen schon auf, sobald der Zulieferer kommt. Ah ja, na gut. Da kommt wieder unser Staatsbediensteter. Genau, du bist zu früh, mein Freund. Oh, was war denn das? Was war denn das gerade für ein Auto? Wer bist du denn? Der Ökobus oder was? Der sieht ja lustig aus. Schau mal hier. Das ist ja voll das Hippie-Mobil hier. Wie geil. Möb, möb. Sehr schön. Man muss einfach mal ein bisschen schauen hier, ne? Was hier so in der Stadt ist. Ich bin immer so voll fokussiert auf unser Restaurant. Einfach mal hier gucken. Das hat auch was. Wir haben gar keinen Pizzawagen mehr, fällt mir gerade ein, gell? Nee. Oh, schau mal hier. Graffiti. Mhm. Da könnte man noch ein Restaurant hier anmieten, hier oben. Okay, hier ist die Karte zu Ende. Oh, schön. Kleines Bötchen hier. Auch nicht schlecht. Ah, was ist das? Die Oper. Oh je. Kann man hier vielleicht ein Restaurant mieten? Ist schwierig. Hier, okay. Also da könnte man zum Beispiel ein Restaurant mieten. Überall fahren diese lustigen Hippie-Busse rum. Naja, nee, nicht schlecht. Also es gibt definitiv genug Restaurants. Hier im Eiffelturm natürlich auch. Keine Ahnung, ob man da extra viel Pacht zahlt oder so. Ne, weiß ich nicht. Oh, hier. Stadion. Ne? Paris Saint-Germain. Ja, ja. Hat ihnen ja nichts genützt, der Gruppensieg. Ne? Sind trotzdem rausgeflogen. Ne? Naja, okay, lassen wir das. Wir schauen lieber, was unser Restaurant macht. So, doppeltes Personal. Jetzt wollen wir was sehen. Doppeltes Personal, doppelte Geschwindigkeit. Die Arbeiter kommen. Ja, werden alle top bedient, ne? Alle ratzfatz, super Service, super Qualität. Alles bestens, molto bene, molto bene. Ah, kommt der Turi hier, schau mal. Was essen wir? Eine Touristenpizza, ah, wunderbar. Okay, der Preis ist nicht mehr ganz so lustig, aber ist egal. Hauptsache, es spült uns das Geld in die Kasse und wir haben gleich unsere 100 Pizzen voll, Leute. Schau mal hier. Was macht unser Lager? Sieht gut aus. Was macht die Karte? Oh. Hallo, was ist denn das hier? Was soll das heißen? Was heißt das? Keine Ahnung, heißt das, da gibt's Geld oder was? Oder, aber die, naja.
Weiß nicht, was dieses Dreieck hier bedeutet. Ach so, jetzt weiß ich's. Okay, danke für den Tooltip. So, gleich ist die 100 erfüllt, Leute. Gleich geht's weiter. Na? Aufgabe erledigt? Sehr geehrter Herr Montagu, mein Name ist Pauline Baumann und ich war einst Geschäftspartner Ihres Großonkels hier in Paris. Eine sehr angenehme Geschäftsbeziehung und deshalb wage ich es auch, Ihnen eine solche vorzuschlagen. Es gibt drei sehr traditionsreiche, aber seit Jahren geschlossene Restaurants in der Stadt. Da Sie schon gezeigt haben, dass Sie alte Restaurants zu neuem Ruhm führen können, schlage ich vor, dass wir uns um diese drei Restaurants kümmern. Mir ist dabei klar, dass Sie eine weltweite Kette anstreben. Ich wäre deshalb sehr glücklich, dabei als Ihre Statthalterin in Frankreich zu fungieren. Ich veranschlage 150.000 Euro an Investitionskosten, von denen ich 25.000 selbst aufbringen kann. Das Problem ist, es gibt andere Interessenten, die mit den Frodatus verbunden sind. Ich konnte eine Optionsfrist erstehen. Wir haben 20 Tage Zeit, die Restaurants zu pachten. Wäre dies etwas für Sie? Mit freundlichen Grüßen, Pauline Baumann. Mensch, Paulinche, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, freilich. 25.000, naja, ne? Paris, eine schöne Stadt. Und du weißt, dass Pizza Patre früher auch in dieser Stadt einige Restaurants betrieben hat. Drei dieser alten Restaurants stehen leer, müssen aber innerhalb der nächsten 20 Tage gepachtet werden. Die 25.000 von der Pauline, von Paulinche, sind eingezahlt, jawohl. Hurra! Also, hätten wir einmal hier ein Restaurant, das gepachtet werden muss. Muss ich mir das jetzt merken, oder? Ich hoffe nicht. Es ist wegen deiner Erbstreitigkeit seit Jahren geschlossen. Na gut. Ja, macht man das Ding halt. Da wurscht. Zack. Ja, hier auch, oder was? Oje. Leifel. Okay. Östlich des Eiffelturms. 100-jährig. 100-jährige Möbel, ja genau. Also pacht man das Ding halt auch, ist doch wurscht. Was haben wir hier? No eins, okay. Studentenunruhen von 1968. ja, wir pachten alles. Oh je, Freunde, das klingt nach richtig viel Arbeit. Das klingt nach richtig viel Arbeit. Was? Ist das euer Ernst? Ich sollte nur die... Ich habe gedacht, ich muss jetzt 150.000 noch investieren. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das war's. Okay. Freunde, ja, wir haben 75.000 haben ausgereicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das beabsichtigt war oder ob das vielleicht ein Vorgeschmack auf das nächste Kapitel war, dass man dann irgendwie 150.000 investieren muss oder sowas. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Ne, Kampagne in Paris erledigt. Oder die erste Kampagne in Paris ist erledigt. Okay, so müsste man sagen. Genau, und es geht dann weiter. Die französische Küche. Aber wir werden mehr über die Eltern erfahren. Und die Stadt Paris auf eine neue kulinarische Ebene heben. Wir sind gespannt. Mit unseren leckeren Pizzen dürfte uns das nicht schwerfallen. Ich sage vielen Dank an dieser Stelle fürs Dabeisein bei Pizza Connection 3. Vergesst wie immer nicht, das Video zu bewerten, einen schönen Kommentar zu schreiben und wieder einzuschalten beim nächsten Mal. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns wieder. Bis dahin.